Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Sorry, dass es so lange nichts mehr hochgekommen ist. Was? Nee, dass ich so lange nichts mehr hochgeladen habe. Stimmt, das Auto. Ja, das war ja so scheiße. Genau. Der Grund dafür ist, also ein paar von denen, die Ghost Raccoon, Roam Toad War schauen, wissen es schon. Genau, ich habe ein... Was macht denn der da? Ich habe ein neues, einen neuen PC zusammengestellt und zusammengebaut. Und ja, blöderweise oder ja, so typisch wie ich bin, habe ich das Gehäuse nicht gekauft, sondern selbst gebaut. Ein Wandgehäuse. Wenn ich dran denke, zeige ich mal ein Bild. Genau. Aber jetzt, da wir ein neues, neuen PC haben, ich zeige es mal kurz. Einstellungen, Grafik, können wir alles auf Ultra machen. Das ist natürlich super geil. Und ja, jetzt kann ich sogar wieder Tomb Raider aufnehmen. Ich weiß noch nicht, weil die Sarah ist gerade... Ich mach das, ich fliege. Ausgezogen. Und das habe ich ja immer mit ihr zusammengespielt, vielleicht. Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt alleine fertig spiele oder nicht. So, wie dem auch sei. Wir stehen nochmal sein Auto. Und dieses Mal vielleicht, dieses Mal vielleicht lassen wir es heilen. Mal schauen. So. Das Blöde ist da hinten. Verdammte Scheiße! Was denn? So, warte. Ich muss wieder reinkommen. Das da ist. Kann ich schießen? Nee, natürlich nicht. Natürlich haben wir einen Helikopter, der nicht schießen kann. Da drüben ist ein Helikopter, der schießen kann. Na, vielleicht hole ich mir zuerst den. Warte. Hui. So. Der ist besser. Ah, da ist einer zum Einschüchtern. Ah, ja, genau. Genau. Das war ja so eine... Ja, genau. Da ist noch ein Tango. Hey, ich hab dich gesehen. Noch ein dritter. Und einer ist, wahrscheinlich irgendwie da drin. Ja, egal. So. Wenn ich den jetzt erschieße. Sehr schön, Nummer 1. Wenn der um die Ecke kommt, dann gibt es die Nummer 2. Na, verdammt, macht er nicht. So. Der darf halt nicht die Leiche sehen, ne? Auf, bleib zurück. Ja, deine Mutter fliegt auf. Hat er jetzt nicht gesagt. So, hier gibt's Munition. Komm. So. Dass der sich nicht wundert, dass da plötzlich ein Helikopter steht, ne?
Ich glaube, der andere ist wieder unten bei den Gefängnissen. Aber willst du dich mal umdrehen? Wieso habe ich eigentlich keine, keine Knockout-Waffe? Das wäre natürlich geil. Falls der flieht. Hallo. Ruhig, Kamine. Okay, aufatmen. Meine Freunde finden dich unnütz. Ich? Ich glaube, wir können ein Exempel statuieren. Die Leute sehen hin, wenn ein Penner wie du an seinen eigenen Gedärmen aufgehängt wurde. Das ist gar nicht nötig. Ich mach, was immer du willst. Ich will, dass du deinen Hermanos sagst, was hier passiert ist. Drecksack. Ich hätte ihm doch eine Kugel verpassen sollen. Quatsch, das ist schlimmer. Jetzt weiß jeder, was der für eine Pussy ist. Die Rebellen machen ihm die Hölle heiß. Ja, dass er jetzt gleich aufsteht, ne? Sauber. Seid ihr okay? Die haben ja nichts gemacht. So. So, ja, dieser Helikopter hat Munition und, Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ja, den mache ich platt. Okay, wir können. Ich find's immer so lustig, dass die sofort wissen, wie das, dass der Helikopter von uns, nicht mehr denen gehört, sondern uns. Dup, 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 dup. Ich glaube, wir sagen denen hier bei der... Also da sind ja sehr viele Feinde hier. So. Na. Das ist gar nicht so einfach hier, ne? So. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Stimmt, das war ja so ein Act, den dann aufzuhalten. Drei, zwei, eins, Feuerball. Ach so. Schieße! Nein, da ist ein... Eskorte zerstört. Shit, die Unität checkt Verstärkung. Gut. Oh nein, falscher Ziel. Alter, die Gatling ist halt einfach krank. Voll unfair hier, dass wir... Willst du mal sterben? Ah, danke. Begleitfahrzeug zerstört. So. Nein, das ist zu knapp. Bin schussbereit. Ah. Ja, dann gehen wir mal raus und sagen Hallo. Hi. Ja, nee. Wartet, ich fahre. Das ist halt ja jetzt ein bisschen platt. So, da vorne sind auch noch Unidad-Leute. Ich muss zum Glück in die andere Richtung.
So, jetzt muss ich aber vorsichtig fahren. Letztes Mal habe ich den ja platt gefahren. Und das, wollten die ja nicht. Wobei, so gesund... so gesund ist der ja auch nicht. Jetzt schau nach vorne. Nein. Viel erlauben darf ich mir jetzt nicht mehr. Ich fahre einfach ganz langsam. Ganz langsam. Die Kamera fehlt mir. So. Ah, da ist ein Stein. Und da ist ein Grashalm. Nicht. Nix. Ah, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Nach rechts geht es da weiter. Und da ist ein Busch. So. Ja, zum Glück sind wir gleich da. Ja, bremsen. Schön. Guten Tag, die Damen, Herren, Leute. Und jetzt stürzen wir ab, ne? War's das? Ja. Wieso ziehen die alle ihre Waffen? Ah, egal. So. Alles nachgeladen, ne? Gut. Dann schauen wir mal. Hier geht's zum Story-Einsatz. Hier geht's nochmal Fertigkeitspunkte. Hier geht's nochmal leichtes Maschinengewehr. Rebelleneinsatz. Kingsley-Datei. Was ist da oben? Kompensator, Schrotgewehr brauchen wir nicht. Fertigkeitspunkt. Schulterstütze, Maschinenpistole. Eine Pistole. Ja. Ich würde mal sagen, der nun von Gegnern unterstützt. Das haben wir schon gemacht, ne? Glaube ich. Wir fliegen mal hier hin. Und dann machen wir mit der Story weiter. Das ist doch mein Plan. So. Erstmal schön was trinken. So. Dann wollen wir mal. Ja, ist ein Turm. Warte, da ist das Lager. Da können wir mal schauen. Ob das wirklich, ob wir das befreit haben. Ich glaube nämlich nicht. Oder? Warte mal, wo ist jetzt das Lager? Das ist das Lager. Ja komm, befreien wir das mal schnell. Schnell gemacht. Und da sind wir, ist wieder ein Auto, einfach mitten in der Wildnis, was echt realistisch ist. So. Dann wollen wir mal. Da ist Nummer 1. Markiere einen Hauptmann. Ich sehe noch einen Tango. Und da sind wahrscheinlich noch zwei weitere. Die Drohne ist oben. Da ist noch einer. Hab ein drittes Ziel. Ah, da. Okay. Ja, ich dachte, da wäre noch einer. So, dann würde ich mal sagen, Simultanschuss. Also hier Nummer 1. Hier doch Nummer 2. Hab das Ziel. Was ist da denn? Sekunde, geh ins Ziel markiert. Fertig? Auf dein Zeichen, Boss. Hab ihn, er ist tot. Sehr schön. So,
So lobe ich mir das. Gut, gibt's hier sonst noch was? Krass. Der hat's ja nicht mal ge... Ah. Hallo. Hier kommen die Bösen. Na. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ja, abgesehen davon, dass es ihr Lager ist. Aber, ja. Dadurch erkennen die ja, dass das wieder frei ist. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur Kingsley-Datei. Und dann... Ja. Und dann geht's mit der Story endlich weiter. Na kommt, Jungs. Mach mal nicht schlapp hier. Ja. Ist hier niemand? Haben wir das schon geräumt? Weil das ist doch eigentlich egal, ob wir das geräumt haben oder nicht. Die kommt auch immer neu. Aber anscheinend nicht. Entschuldigung, Jungs, das war... Ich mag halt den großen Auftritt. So. Eine CD auf... Ja. Achso. Nee, warte. Stimmt, ich muss hier... Warte, wo konnte man das nochmal einstellen? Audio, Hintergrundgeräusche... Radio aus, ja okay. Weil das Radio war... Ja, dann fahren wir. Weil das Radio war nämlich immer... Los geht's. Bin drin, los geht's. Nicht so optimal. Habe ich ja schon in den letzten Folgen erzählt. Dass ich da... dass es alles GEMA-geschützt ist. So, warte. Wo müssen wir hin? Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Hallo. Hui. Hui. Upsi. So, jetzt da weiter, wenn ich richtig bin, ja. So. La 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 la. Richtig. So, dann brauchen wir wieder eine erhöhte Position. Nahegelegener Einsatz. Ja, das finden Sie den Promo-Truck ohne entdeckt zu werden. Oh, interessant. Warte, dann schaue ich mal kurz, wo dieser Promo-Truck ist. Ah, ist ein Klärwerk, oder? Ist dann wirklich eine... Hab noch einen Tango. Eine krasse Stealth... Das macht drei. Mit dem sind's fünf. Stealthy Mission. Aber finde ich ja cool. Da ist noch eine. Okay, da oben sind nur drei. Das ist praktisch. Da müsste mindestens noch einer sein. Ja, zwei. Nee, einer. Da. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oder zwei. Gut. Da unten, oder? Nee, das war nur Müll.
Okay. Gut, dann machen wir zuerst mal mit Sniper, die oben auf dem Klärboden da, Dings da. Ich geh mal ganz hoch. An sich hätten sie mich ja sehen können. Aber zum Glück sind sie ja blind. So. Auf die Ziele achten. Da sind überall Zivilisten. Ja, ach nee. Ich bin der Boss. Ich sag ja, was die Ziele sind. So. Hallo. Gut. Ja, dann gehen wir mal darauf. Wir sind ja keine. So. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Bin bereit. Okay. Ziel markiert. Feuer, Feuer, Feuer! Er ist tot. Scheiße. Natürlich habe ich es wieder verkackt. Fuck. Gut, naja, ist ja eh schon 20 Minuten. Ja, nächstes Mal machen wir es nochmal von vorne. Juhu, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.